Ja, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. In der letzten Folge sind wir hier auf der Lone Lone Farm gewesen, haben ein Lied fürs Pferd Epona gelernt und Milch bekommen. So, aber jetzt müssen wir uns mal wieder auf die Suche machen. Erstens soll es hier eine zweite Fee in der Nähe des Schlosses geben. Zweitens sollen wir hier eine Maske besorgen und drittens müssen wir auch noch unseren dritten Zauberstein sozusagen organisieren oder magischen Stein oder das werden wir zwar alles nicht heute auf einmal schaffen, aber wir gehen erstmal in die Stadt bzw. ins Schloss bzw. zu dem Maskenhändler. Ja. Was ist Navi? Ich frage mich, ob Salia etwas über den anderen heiligen Stein weiß. Ach, Salia. Das ist eine gute Idee, dann fragen wir sie mal. Weil man kann ja mit ihr sprechen über das Lied von der Salia. Genau. Willst du mit Salia sprechen? Na klar, sonst hätte ich das doch nicht gemacht. Hallo Link. Ich bin Salia. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Sammelst du die heiligen Steine? Ja. Du musst noch einen finden. Den heiligen Stein des Wassers, oder? Der Dekubaum erzählte mir einst, dass ihn König Zora besitzt. Willst du nochmal mit ihr reden? Nein, aber das ist ja schon mal ein Hinweis. Da müssen wir zu den Zoras. Aber erstmal beim Schloss sind, dann gehen wir auch erstmal rein. So, hier waren wir ja schon mal, aber nicht bei Tag. Lang lebe Prinzessin Zelda. Das ist ja sehr nett. So, gehen wir nochmal hier rein. Da waren ja Haufen Krüge. So. Hast du was zu sagen? Mann, ist mir langweilig. Es wäre bestimmt spannender, wenn hier mehr los wäre. Hey, das bleibt da unter uns. Stell dich vor einen Druck, drücke A, um ihn anzuheben, drückst du nochmal, wirfst du ihn. Ja, aber ich kann das auch einfacher machen, indem ich einfach hier alles zerdepper. Da wären wir reich. Mal sehen, ob wir die 200 damit schaffen. Hier oben. Ach, da sind auch noch welche ganz da oben. Jetzt muss ich da hochkommen. Durch die Schießscharte hier kann man nicht rein. Und da kann ich da hoch. Nee, im Moment nicht. Kann ich die Kisten schieben, ziehen? Nee, aber ich kann drauf hupfen. Achso. Habe ich ja hier erstmal noch ein paar. Die aber nichts beinhalten. Die da oben, da komme ich gerade nicht ran. Na gut. Ein bisschen Geld gesammelt. Die zweite Fee muss ja hier auch irgendwo sein, die mir noch was Tolles beibringen soll. In der Nähe des Schlosses hieß es. Also erst auf dem Marktplatz. Was machen die hier eigentlich? Keuch, ich bin schwer am Trainieren. Ja, dann trainier mal weiter. Ich wollte hier gucken, was das ist. Hey, hast du schon gehört, dass Prinzessin Zelda in ihren Träumen die Zukunft voraussieht? Ja, das habe ich tatsächlich schon gehört. Wer bist denn du? Dieser Bart ist mein ganzer Stolz. Ist er nicht eindrucksvoll, Kleiner? Ja, sehr eindrucksvoll. So. Oh, Bazar. Ja, was denn du? Ich kam her, um Bomben zu verkaufen. Aha. Okay, was anderes hat er nicht zu sagen. Und der? Ich hörte, dass es irgendwo eine Kreatur geben soll, die hylianische Schilde frisst. Frisst? Oh oh. Dann kann man sich hier möglicherweise Neues kaufen. Ah, wir haben ja schon eins. Willkommen, wähle aus, indem du nach links oder rechts bewegst. 80 Rubine.
Deko-Nüsse und Herzbomben. Gut, das wollen wir alles nicht. Lass mal mit ihm sprechen. Mein heißester Artikel ist zurzeit der Hylia-Schild. Aber für dich ist da wohl eine Nummer zu groß. Das stimmt. Aber ich habe trotzdem schon einen davon. So, was ist das hier für Laden? Wer bist denn du? Magieladen. Ein Gerücht besagt, dass es einen Laden gibt, der das ultimative Elixier verkauft. Was ist das ultimative Elixier? Lass mal mit ihr reden hier. Oder ihm? Willkommen. Wähle aus. Ja, was ist denn? Hey, Kleiner. Wenn du die Medizin mitnehmen möchtest, brauchst du etwas zum Aufbewahren. Wahrscheinlich eine Flasche, ne? Ja. Ach so. Was hat denn der so? Elixier? Für die Energieleiste? Eine Fee. Dafür brauchst du eine leere Flasche. Hab ich zum Glück schon eine. Blaues Feuer. Dafür brauchst du eine leere Flasche. Damit kann man Eis schmelzen. Aha. Und der hier? Ein Käfer. Sieht eigentlich wie ein gewöhnlicher Käfer aus. Du kannst einen Käfer in eine Flasche tun. Ein Fisch. Auch für eine Flasche. Das ist ein Irrlicht. Geist in der Flasche. Den kann ich selber sammeln. Weiß ich ja, einen Friedhof von Deko-Nüssen. Gut. Das war's hier. So, bin ich hier. Maskenhändler. Lesen. Maskenhändler, bitte das Schild lesen. So funktioniert dieser Handel. Die Masken werden nicht verkauft, wir leihen sie dir nur. Aha. Du verkaufst die Masken. Das so verdiente Geld gibst du uns und wir leihen dir ein aktuelleres Modell. Du kannst deine bereits verkaufte Maske nochmals leihen, aber du kannst sie nur einmal verkaufen. Probier es einfach mal aus, der Maskenhändler. Na, kompliziert, aber wir nehmen jetzt mal eine Maske. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die allen Leuten Freude bringen. Wärst nicht auch du gern ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske. Du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Habe ich schon gemacht. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklicher sein. Das ist schön. Vertrau mir. Wähle eine Maske, indem du nach links bewegst. Fuchsmaske. Letzter Schrei. Sehr angesagt. Maske des Wissens. Unverkäuflich. Eine Maske mit mysteriösen Kräften. Die hat dasselbe Symbol wie auf den Steinen, die immer nur die Uhrzeit sagen. Vielleicht brauche ich die später, aber die ist unverkäuflich. Nimm erstmal die Fuchsmaske. Klar. Trage sie mit C, um sie zu zeigen. Wett, du machst dich damit beliebt? Okay. Also, Maske hätten wir. Müssen wir ja, wo wir die hinbringen sollen. So. Was gibt's hier noch? Ja, bist du? Wenn du zum Schloss von Hyrule möchtest, nimm die Straße zu deiner Rechten. Ja. Wenn du Seitenstraße verschwindest, geh nach links. Was ist das hier eigentlich für ein Laden? Kann. Da muss ich mal reingehen, um es zu sehen. Wer bist denn du? Die Schießbude. Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Erstmal nicht. Na gut, dann eben nicht. Andermal vielleicht. Wir wollen ja auch weiterkommen. Ein Spiel kostet 20 Rubine, es gibt 10 Ziele, du hast 15 Versuche, nutze deine Chance. 10 Treffer Überraschungspreis, 8 bis 9 Treffer darfst du nochmal und 0 bis 7 Treffer Chance vertan. Dies hasst der Betreiber, Leute, die an der Theke lehnen, Leute, die andere belästigen. Okay, erstmal wieder raus hier. Was machst denn du? Bitte, verkaufe mir etwas mit C. Bitte, verkaufe mir etwas. Bitte, in einer Flasche. Ich werde doch aber nichts verkaufen in der Flasche. Ich habe da auch nicht so viel. Wer bist denn du, hübsche Frau?
Die Legenden besagen, dass sich in der Zitadelle der Zeit der Zugang zum Heiligen Reich befindet. Okay, hast du das schon gewusst? Na, jetzt weiß ich's, danke. Wien Bowlingbahn. Aha. So. Okay. Das muss man, ich kann ja mal mit ihm reden. Oh, schläft. Nee, jetzt. Was? Hey, ein Kunde. Willkommen auf der bombigen Minenbowlingbahn. Was man hier gewinnt, das bleibt zunächst mein Geheimnis. Ich verrate es erst, wenn du für ein Spiel bezahlt hast. Ein Spiel kostet 30 Rubine, wird ja immer teurer. Erstmal noch nicht. Na gut, dann eben nicht. Aber wir wollen ja auf jeden Fall die Maske noch abgeben. Was ist denn hier los? Ein Andrang. Hey, geht das nicht auch ein bisschen billiger? Okay. Was steht denn auf dem Baum? Schatzkistenpoker, vorübergehend geschlossen. Erst abends geöffnet. Aha, der hat abends auf. Kann ich da den kann ich nicht auswählen. Das hätte ich mal mit dem gesprochen, der da auf dem Baum steht. Ich kann auch nicht in eine andere Ansicht gehen. Vielleicht wenn ich hier drüber, kann ich dann da hoch. Da ist erstmal auch noch ein bisschen Geld. Was gut ist. So, und jetzt? Ah. Es heißt, wir Hylianer hätten so große Ohren, um die Stimmen der Götter hören zu können. Aber ich habe sie nie gehört. Okay. Mehr hast du nichts zu sagen. Hui. Die jagt auch einen Huhn. So. Jetzt gehen wir nochmal in die Nähe des... Hier klingt es auch wie eine Skulptula. Sehen wir die irgendwo? Von dem Baum war ja mal eine runtergefallen. Na, kam irgendwie aus der Richtung, ne? Okay. Gucken wir erstmal unten. Merkwürdig. Als wir gegen den Baum gerannt sind, da ist ja schon eine runtergefallen, dachte ich. Ja, noch eine kommt nicht. Naja, wie auch immer. Wir wollten ja in der Nähe des Schlosses nach der Fee schauen. Wer weiß, das gibt uns dann das vielleicht Auskunft, wo hier eine Skulptula ist. Wenn ich diese komische Maske habe, die dann vielleicht dem seine Worte in... Ah, da war doch ein Stein. Den können wir jetzt theoretisch wegbomben. Was ist da? Da steht einer. Wird jetzt gerade Nacht. Hat man eigentlich auch eine gute Übersicht. Na gut, also... Stein. So, lesen. Drei Fragezeichen. Also, weg damit. Ah.
Höhleneingang. Gucken. Da hinkommen. Eine Feenquelle. Wir haben es gefunden. So, jetzt darf ich hier wieder das Lied spielen, ne? So, wie ging das noch? Da, 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 da. Na? Ah, die hat ein bisschen eine andere Frisur, oder? Tja. Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Ja, was ist denn das für ein toller Zauber? Dins Feuer-Inferno. Dieser Feuerball entflammt die Umgebung. Du setzt diese Magieattacke mit C ein. Aha. Dins Feuer-Inferno kannst du nicht nur für Attacken nutzen. Du kannst damit auch manches in Brand setzen. Okay. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Ja, nett. Gut. Also, einen neuen Zauber gelernt. Da müssen wir jetzt wieder lang. Theoretisch, wenn ich eine Wache begegne, müsste die mich ja zum Ausgang bringen. Hey, Kleiner, halt stehen bleiben, Namen des Königs. Genau. Es ging schneller, als wenn ich selber zurückgelaufen wäre. So, und jetzt gehen wir nochmal bei Nacht da durch. Weil der eine... Ist schon wieder so dünn. Also diese Hunde, die müssen wir dann irgendwann einsammeln. Und das Ding hat jetzt auf. Truhenlotterie. Öffne eine Truhe und voilà, findest du einen Schlüssel. Darfst du den nächsten Raum betreten. Du darfst den nächsten Raum betreten. Links oder rechts, probier es aus. 10 Rubine pro Spiel. Machst du mit? Nee, gerade nicht. Es geht ja nur ums Geld, ne? Können wir mal gucken, ob das der richtige Hund ist, wenn wir einmal hier sind. Weil die sucht ja bestimmt immer noch ihren Hund, ne? Ah, das ist nicht mein Hund. Hundi. Wie kannst du meinen Liebling mit so einer Zeckenmatte verwechseln? Na gut, dann halt nicht. Aber behalt den noch eine Weile. Optisch sah eigentlich genauso aus. Geht's da hinten weiter? Das ist eine Sackgasse. Sack. Oh. Bist du der Hundi? Nee, ich will den weißen, wenn schon. Naja, jetzt folgt nur der weiße, der braune. Ich will mal gucken, was jetzt hier hingeht. Hier ist noch eine Tür. Wer bist du? Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie scheinen die Hunde die Nacht zu mögen. Komisch, oder? Ja, das finde ich auch. Ah, jetzt kommen auch so Magieflaschen manchmal aus dem Krügen.
So, mal sehen, was hier weitergeht. Jetzt bin ich da auf dem Marktplatz rausgekommen. Alles klar. Gut, dann machen wir uns erstmal auf zu dem, der die Maske haben wollte. So viele Hunde. Ach so, ich kann gerade nie raus, ne? Aber da kann ich ja nachhelfen. So, und schon ist es Tag und die Sonne ist am Scheinen und die Brücke ist auf. So, also gehen wir mal nach Kakariko zurück, dort über die Brücke. Das ist nur ein Zeichen. Mauer vom Schloss. Sehen, vielleicht wenn ich gegen den Stamm hier renne, ist da auch irgendwas Tolles passiert. Kann was gefallen? Oh, Geld. So. Einmal hoch und um die Kurve. Jetzt gehen wir zu der anderen Wache. Der sind schon wieder die Hühner ausgebüxt. So. Andere Wache war hier oben. Da. Sehen, was der sagt. Ich muss ja auch die Maske aufsetzen. Ich wünschte, ich könnte zum Maskenhändler gehen und meinem Sohn eine Maske kaufen. Seufz. So, na dann. Gehen wir mal ins Inventar. Ausrüsten. Was nehmen wir, wo tun wir die hin, statt der Bomben? So. Und wieder zurück. So, wie sehe ich denn jetzt aus? Hm. Bisschen wie ein Pikachu, oder? Fuchsmaske. Ha! Denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey! Ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wär's, wenn... Würdest du sie mir verkaufen? Klar. Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund. Du hast die Maske, für die du 10 Rubine bezahlen musst, für 15 Rubine weiterverkauft. Du hast einen Gewinn erwirtschaftet. Geh nun zum Maskenhändler zurück und gib ihm seine 10 Rubine. Hat er die jetzt selber aufgesetzt? Naja, okay. Wenn er meint. Schnell zum Maskenhändler zurück. Dieser Waldtyp da mit der Flöte im verbotenen Wald, verlorenen Wald meine ich natürlich, der wollte ja auch irgendwas zum Verkleiden haben. Vielleicht kann ich dem eine zweite Maske geben. Aber erstmal bin ich nochmal auf dem Weg zurück. Da ist noch ein Baum, den rempeln wir auch nochmal an. Oh. Hm. Windows. Na, hoffentlich wird es nicht Nacht. Die Sonne. Er ist schneller, die Sonne oder ich. Ich will da noch rein. Komm. Ich schaff's noch.
So. Wo war denn der Maskentyp jetzt? Ah, hier drüben, oder? Da. So, du Maskentyp. Du hast sie verkauft, fantastisch. Dann zahl mir nun meine 10 Rubine für die Fuchsmaske. Bitte, Zahlung erhalten. Ah, jetzt gibt es eine neue Maske. Schädelmaske. Eine gehörnte Totenschädelmaske. Aha. Und die hier ist unverkäuflich. Also nehmen wir die gehörnte Totenschädelmaske. Möchtest du die Schädelmaske leihen? Klar. Die Schädelmaske. Die kann ich tragen, um andere zu erschrecken. Du fühlst dich wie ein böses Monster. Aha. Ausprobieren. Oh, hat sie doch gar nicht auf. So. Sehen, ob ich die erschrecken kann. Du siehst bescheuert aus. Aha, naja. Und der? Sorry, aber ich habe zu tun. Ich muss etwas zum Essen einkaufen. Okay. Der hier, der so rennt. Eine Maske. Das erinnert mich an meine Jugendzeit. Damals habe ich auch welche getragen. Heute würde man mich als Spinner beschimpfen. Okay. Nehme ich es erstmal wieder ab. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir sie diesen Flötespieler andrehen können. So. Wo war der? Da war ein Kokiri-Wald. Jetzt müssen wir da lang. Wow, es ist Nacht. Wow. Hey, dann lass uns mal Tag werden, oder? Gut. Okay. Da wird auch die Brücke gerade runtergelassen. Ich wollte nur mal auf der Karte fix gucken. London Farm, da waren wir. Hylianische Steppe sind wir gerade. Kakariko. Da sind die verlorenen Wälder. Sehen, ob man da von hier aus hinkommt. Also laufen wir einfach mal hier lang. Beziehungsweise wir können ja mal gegen den Baum hier rennen. Oh, da kam gar nichts runter. Ja, so ein Pferd wäre schon nicht schlecht, ne? Würde es ein bisschen schneller gehen. Aber wir sind ja theoretisch gleich im Kokiri-Wald. Drüben ist noch. Kann ich da runter irgendwie? Da ist eine Treppe. Da ist ein Stein. Wie komme ich denn von der Brücke runter? Gar nicht. Na gut. Falsche Richtung. Falsch abgebogen. Einmal im Kreis gedreht sozusagen.
So. Ist die Frage, wie kommt man da hoch? Mal sehen. Aha, so geht das. So, jetzt ist die Frage, wo war der? Da ist, waren die drei. Gehen wir mal hier lang. Da komme ich wieder Kokiri-Wald. Okay, also zurück. Achso, das habe ich gerade gemacht. Ne? Vielleicht eher hier lang. Ja. Hi, wie findest du mein Outfit? Ich gebe zu, es ist nicht besonders aufregend. Ah, hey, du da, unter der Maske. Bist du nicht der junge Kokiri? Klar. Na komm her. Eine coole Maske hast du da, echt groovy. Mit dem Teil würde ich sicher einige Leute schocken. Hey, gibst du mir die Maske? Klar. Cool, ich werde sie immer tragen. Er hat dir nur 10 Rubine für die 20 Rubine teure Maske gegeben. Ein schlechtes Geschäft. Geh zurück zum Maskenhändler und gib ihm seine 20 Rubine. Den Verlust musst du aus deiner eigenen Tasche bezahlen. Ich hoffe ja immer, dass man am Schluss was Cooles gibt bei den ganzen Tauschgeschäften. So, und jetzt müssen wir praktisch wieder zum Maskenhändler runter. Ich hätte ja auch zum Dekubaum können, da wussten wir ja, dass hinter irgendeiner Wand, die wir quasi damals nicht wegsprengen konnten. Noch etwas auf uns wartet wahrscheinlich noch so eine Spinne, aber wegen so einer einzelnen Spinne wollte ich mich jetzt nicht nochmal in den Dungeon begeben. So, also machen wir mal schnell noch zum Maskenhändler. Wiese hat uns gerade verfolgt. Da geht es zum Schloss und da ist die Lohnfarm, glaube ich. Oder was ist das hier? Das ist einfach nur eine Mauer mitten im... Tja. Okay, eine Mauer. Ja. Da ist immer da. Wenn wir das mit den Masken hier haben, erst mal sehen, was wir jetzt für eine möglicherweise kriegen. Dann würde ich mich zum Reich der Zoras begeben, weil da der dritte Stein sein soll. Haben wir ja vorhin erfahren. Na kommt. Oh, da ist der Maskenhändler. So.
Oh, großartig. Du hast sie verkauft. Bitte zahl mir für die Schädelmaske die 20 Rubine. Bezahlung erhalten. So. Die gibt's immer noch nicht. Ah, da oben ist eine. Wie sieht denn das aus? Geistermaske. Eine traurig blickende Holzmaske. Wenn wir die wohl andrehen können. Na gut. Also, wir nehmen sie mal. Klar. Klar möchten wir die. Vielleicht können wir die einem Geist geben. Von ihrem Geist. Oder dieser Typ, der da nachts auf dem tagsüber auf dem Friedhof ist, das Kind. Ja, das probieren wir jetzt noch fix. Und die Folge hat ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Aber wenn wir jetzt einmal beim großen Maskentausch sind. Da rennen wir jetzt noch mal nach Kokiri. Ja, da können wir uns nicht einfach hin teleportieren. Ich habe den Eindruck, wenn er rollt, geht das ein bisschen schneller. Wird gleich wieder Nacht werden. Das ist die Zugbrücke, die man da hört. Ich versuche jetzt mal hinzurennen. So, wir müssen ja E-Tag machen. Weil sonst der Maskenhändler nicht auf hat. Also machen wir das gleich mal. Zum Glück haben wir das Lied gefunden. Hymne der Sonne. Weil da schleicht er ja auf dem Friedhof rum. Mal sehen, ob er die Maske mal... Können Sie mal aufsetzen? Vielleicht können wir ihn damit erschrecken. Sehen, was die mit den Hühnern dazu sagt, wenn ich mit so einer Maske ankomme. Auf dem Friedhof ist auch ein Junge, dem so etwas gefallen würde. Ah, das dachte ich mir doch. Da ist er. Der Friedhofsjunge. Kleine Kinder dürfen an der grausigen Grabgruseltour leider nicht teilnehmen. Deshalb treibe ich mich hier herum und spiele grausige Grabgruseltour. Allerdings sehe ich nicht besonders grausig aus, oder? Ach, ich habe sie nicht aufgehabt. Oh, Kraus, es ist Boris, der Totengräber. Nanu? Oh, es ist nur eine Maske, wow. Ich bin ganz schön erschrocken. Gibst du mir die Maske? Klar. Mit dieser Maske sehe ich fast wie Boris aus. Cool, hier ist das Geld. Du hast die Maske für dich, die dich 30 Rubine gekostet hat, zum gleichen Preis weiterverkauft. Okay. Also kein Gewinn, kein Verlust. Dabei kannst du eine neue Maske leihen. Mal sehen, was er diesmal hat. Das gucken wir uns auch noch an. Schnell, schnell, schnell. Es ist ja nicht so weit. Und nochmal. Skulltulas haben wir jetzt keine zusätzlichen bekommen, aber ein Bömmchen. So, also schnell. Er rennt ja schon. Kann ich die eigentlich mit rausnehmen?
Nee, wahrscheinlich nicht. So, also wieder zum Schloss. Zum Glück sind die Wege hier nicht so weit. Ich denke, am Schluss kriegt man diese Maske, die er da schon als unverkäuflich anzeigt. Man weiß natürlich nicht, wie viele Masken jetzt hier noch vertauscht werden müssen, aber bisher haben wir es ja ganz gut gefunden, wer was braucht. So, also, hier lang. Und zum Maskenhändler. Gehen wir gleich mal so rum um den Brunnen. Da. Oh, großartig. Du hast sie verkauft. Bitte, zahle mir die für die Geistermaske die 30 Rubine. Na bitte. Zahlung erhalten. So. Oh, Hasenohren. Wippende Hasenohren. Super süß. Möchtest du die Hasenohren? Klar. Trage sie mit C, um sie zu zeigen. Die langen Ohren sehen doch putzig aus. Aber kleiden wir uns jetzt gleich mal als Hase. Achso, so natürlich. Maskenrennerei. Tja, was man mit diesen Ohren anfangen? Ich glaube, das muss man bis zur nächsten Folge warten. Ich würde es ja mal den Jogger zeigen, der hier vorhin war. Vielleicht findet ihr die ja niedlich. Ah, da ist er ja. Hey! Eine Maske. Das erinnert mich an meine Jugendzeit. Damals habe ich auch welche getragen. Heute würde man mich als Spinner beschimpfen. Ach Mann, kannst du doch nehmen. Das ist doch süß. Naja, gut. Gut, aber in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich mal auf den Weg zu den Zoras machen. Und den nächsten... Was hat Navi? Ich frage mich, ob Saya etwas über den anderen heiligen Stein weiß. Sie weiß, haben wir doch schon besprochen. Gut, und da gehen wir jetzt hin. Also jetzt nicht, sondern in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, macht's gut. Euer Astronium.